Wieder ganz doll lieb im vernetzten Spielen miteinander. Kommt, Gruppenkuscheln, spielt mit. Wir müssen 100 Level schaffen, um ein besonderes Yoshi-Kostüm freizuschalten. Der Counter steht aktuell bei 32. Wir waren fleißig im ersten Stream und ja, wäre natürlich schon ganz geil, wenn wir so pro Stream circa ein Drittel absolvieren könnten. Das heißt, heute müssen wir so ungefähr bei 66 rauskommen. Dazu sollten wir natürlich vor allem normal schwere Level spielen. Die gehen halt am schnellsten, aber zu Unterhaltungszwecken werde ich natürlich auch hin und wieder mal auf schwer und sehr schwer gehen. Der letzte Miteinander-Stream war ja echt ganz lustig so. Hat mir gefallen. Mal gucken, was heute so draus wird. War das ein Penis da an der Wand? Das sah so voll danach aus. Was ist da los? Oh, aber die Spawnpunkte, ne? Kotzt mich jedes Mal aufs Neue an. Warum hat das gerade so ewig lang geladen? Hallo? Hallo, ich bin bei meinen Teammates. Ich darf nicht bei meinen Teammates spawnen, warum auch immer. Oder sind die alle gestorben gerade? Oh, was für Noobs. Sage ich natürlich in dem Moment, in dem ich selber wieder von dem Hammerbruder gekillt werde. Nun, das war nur zu Showzwecken. Und natürlich nicht, weil ich skilllos bin. Man könnte es aber auch auf die Lags schieben, denn die sind wirklich hardcore. Genauso wie der Gegner-Spam hier in diesen Höhlen. Aber da müssen wir durch. Toadette hat sich den Schlüssel geholt. Das ist natürlich sehr, sehr nobel. Und wir wollen jetzt gleich weitermachen mit diesem Bowser Jr. Fight, den wir komplett versauen und ich wieder sterbe. Kuscheln mit Legs, das ist cringy. Ja, weiß ich jetzt nicht, ob das cringy ist, aber auf jeden Fall ist es nicht so schön. Wann kommst du mal wieder nach Wolfratshausen? Da wohne ich nicht mal, also, und wohnte ich auch nie. Von daher, warum soll ich da hinkommen? Ich war aber in meinen Teenager-Zeiten fast jeden zweiten Tag bei den McDonald's dort. Ist die Qualität immer noch so gut? Ich finde, das ist bis heute der beste McDonald's, in dem ich je war. Dem wirklich über Jahre hinweg immer beste Quali abgeliefert. Jahre! Emil Kreuzweger und Pancakeface, danke für eure Mitgliedschaft, meine Lieben. Und Slimmy, danke für 5 Münzen. Sowie Giraffe für eine. Das Level war eigentlich voll einfach, aber die Lags haben so ein bisschen das Ganze zerstört. Weil, ja, das macht es halt schwieriger, den Hammerbrüdern auszuweichen. Man mag jetzt vielleicht denken, hä, das macht es doch einfacher, aber bin ich nicht der Meinung. Und hier habe ich jetzt irgendwie gar nicht gecheckt, was zu tun ist. Lul. Eigentlich ziemlich kreative Idee. Leider leckt auch dieses Level heftig. Und ein Respawn scheint nicht möglich zu sein. Oh nein. Ja. Dann liegt's wohl an Toadette, da rumzudancen und ins Ziel zu gelangen. Auf jeden Fall macht sie es höchst skillig. Warte, jetzt auf den Kugelwilli und hoch! Nein! Und Toadette hat's versaut, oder? Warum ist sie denn nicht oben stehen geblieben einfach? Och komm, Toadette. Wir hätten easy ins Ziel kommen können. Man hätte einfach nur noch da oben stehen bleiben müssen. Oder kam da eine Kreissäge, der sie ausweichen musste? Ja, wie auch immer. Eigentlich kann man das Level voll leicht cheesen. Okay, hin und wieder muss man sich dann wohl doch nach innen begeben. Und das ist ein normales Level? Das würde ich locker in die Schwierigkeitskategorie packen. Ist doch so, oder? Ach Mann, wer hat mich denn jetzt schon wieder rausgedrängt? Ihr Ärsche. Hast du mal in Augsburg? Nee, aber ich würde da gerne mal das Audi-Zentrum besuchen. Wenn einer dort arbeitet, ich würde gerne mal einen R8 V10 testen. Hätte ich auf jeden Fall nichts gegen. So, ein Versuch noch, aber ich glaube, dann gehe ich hier raus.
Das Level triggert mich und ist echt nicht so geil für den Multiplayer. Hier, siehst du, man behindert sich die ganze Zeit gegenseitig. Wäre halt Toadette da stehen geblieben, so wie sie es jetzt tut, hätten wir es alle geschafft. So, ich spawne getimed, damit ich wieder sterbe. Machst du nicht Twitch? Nee. Nur ganz selten. Oh, wie ich es einfach nicht hinkriege, richtig zu spawnen. Einfach in dem Moment, wo der Kugelwilli kommt. Ist doch nicht so schwer. Krieg ich den? Nee. Aber den unteren, den kriege ich jetzt. Wieder zu spät. Das Level ist schwierig. Ah, okay. Also doch kein Normal. Hätte mich auch gewundert. Das ist halt sowas von überhaupt nicht für die Kategorie Normal geeignet. Wobei man es, wie man sieht, auch übelst einfach cheesen kann. Oder ist sie jetzt gestorben? Nee! Sie ist vor dem Ziel krepiert? Warum das denn? Und wo ist der ganze Scheiß hin? Hä? Okay, kein Bock mehr. Was ein Schmarrn. Wobei, an sich ist die Idee echt geil. Also, schon Props an unseren Tarox Yu, der das Level entworfen hat. Aber für diesen Modus spare ich mir das, glaube ich mal. Audi-Zentrum ist in Ingolstadt, lol. Ja, deswegen habe ich ja gesagt, ich würde da gern mal hin. Weil das Audi-Zentrum in Ingolstadt ist. Deswegen, ja. Nur ein Teammitglied? Der will sehr schwer. Na, okay. Flying Jones, danke für eine Münze und Christian L für 10. Rush the King and his Guards. Also jetzt tatsächlich sehr schwer. Oh my God. Lass mich runter, ich kann selber laufen. Ich glaube, ich guck mal in diese Röhre rein, während er die andere macht. Es werden ja wahrscheinlich eh zwei separate Challenges sein, weil es geht hier um die roten Münzen. Das Problem ist bloß, ich kann jetzt hier in der Superform keine Stampfattacke machen. Ah doch, okay, aber nur sehr schwer. Ah, ist das wieder... Das ist wieder so dumm gebaut. Ich krieg's kotzen, Alter. Warum macht er denn nicht ein bisschen mehr Platz, wenn er schon einen Pilz vorher platziert? Es ist so super schwer, hier die Stampfattacke zu machen. So, jetzt hat's geklappt. Schnell den anderen Scheiß aufbauen und jetzt hoch mit dir. Ja. Darunter ist, denke ich, richtig. Wobei da oben links auch noch irgendwas war. Okay, da brauchen wir die Hilfe von den Twomps. Eigentlich cooler Raum. Wenn die ein bisschen schneller wären. Aber geht voll klar. Frage ist bloß, wo ist denn jetzt die rote Münze? Okay. Bosskampf? What the hell? Ja, es geht ja eigentlich voll klar. Er kann mich nicht verletzen. Ich ihn dafür. Umso mehr. Boah. Da ist die rote Münze auch schon. Wie ist deine Meinung zu den kommenden YouTube-Richtlinien? Ich habe mir noch nicht alles durchgelesen. Aber ich habe in den nächsten Tagen wahrscheinlich ein Gespräch mit Google. Ich kann nur so viel schon mal sagen. Es wird nicht so schlimm, wie es gerade behauptet wird. Also zumindest hoffe ich das. Jo, dann Blind Jump Action, würde ich sagen. Okay, wir sind wieder zurück am Anfang. Ich habe meinen Soll erfüllt, aber ich sehe gerade Luigi brät lieber Hähnchen oder was macht der da? Wo ist sein... Okay, er entschuldigt sich wenigstens instant. Bruder, wo bist du? Komm her, ey. Mach deinen Job hier. Jetzt muss ich auch noch seine rote Münze holen. Das Problem ist halt, wir haben nur noch 148 Sekunden, ne? Ah, jetzt kommt er.
Was muss denn hier überhaupt gemacht werden? Ah, okay. Na mach! Geh halt! Oh shit, bin ich dumm. Lost! Und jetzt? Er kennt den Raum halt schon, ich nicht. Was ist das für eine Röhre? Kann man sich dann Power abholen? Nee, da kommt der Cooper raus, ne? Ja gut, der Spawnpunkt war jetzt auch ein bisschen schwachsinnig. Wir müssen das auf jeden Fall jetzt schaffen. Ja, nimm. Okay, egal. Luigi riskiert ein bisschen zu viel. Wir haben ja noch Zeit. Oh, war das jetzt klug, da noch einen reinzuschmeißen? Eher nicht, oder? Ist egal. Okay. Ah, scheiße! Okay, bin durch. Aber was kommt da noch? Noch so ein Bosskampf, oder? Wie bei der anderen Seite auch. 30 Sekunden, das schaffen wir nicht. Das Zeitlimit ist viel zu heftig. Das Level an sich ist echt machbar, aber das Zeitlimit ist das große Problem. Ja, da ist der Kampf. Aber so schnell kriegen wir die rote Münze nicht zusammen. Schade. Das Zeitlimit ist einfach zu heftig. Ja, ist so. Okay. Schade, schade. Cooles Level, aber... Da darfst du, glaube ich, keinen Fehler machen. Musst überall super schnell sein. Das kriegen wir nicht hin. Immerhin sehen wir ein paar spannende Level. Ist okay. Ich kann damit leben. Raphael Zimmermann, danke für 2 Münzen. Hab so einen Epi-Anfall gehabt und hab Medikamente geholt. Ja, ist auch besser so, würde ich sagen. Gleich mal morgen zum Arzt gehen. Mark Marder. Eine Münze, Service, eine Münze und Mermaid Melodia. Zurück vor den Malediven, ja? Endlich mal wieder richtig bei dem Livestream dabei. Viel Spaß mit den Lags. Scheint ja schon mal gut anzufangen. Ist okay bisher. Wir haben halt nur ein Level geschafft. Und jetzt bei dem sehr schweren keine Chance gehabt. Aber es war trotzdem cool, es zu spielen. Also, ging auf jeden klar. Was zum Teufel? Das Level ist jetzt aber normal, ja? Oh, und kaum sind hier mehr als 2 Spieler am Start, leckt's wieder. Das war das Schöne an dem sehr schweren Level, es hat nicht geleckt. Da ist halt auch nur Cheep-Cheep-Gespamme hier, ne? Eine Substanz, keine Idee, einfach nur Gegner-Gespamme. Boah. Kann man sich... Ah, jetzt kommen auch noch Flammen dazu. Kann man sich halt echt sparen, aber gut. Oh, war es schon durch. Danke für die Erlösung. Ja gut, das Ziel war auch direkt vor unserer Nase. Das war jetzt Abfall. Aber die vorherigen beiden Level waren eigentlich ganz cool. Dachte, du fändest miteinander nicht so toll, lol. Ich finde den ganzen Modus nicht gut, aber ich will das Kostüm. Sina, danke für 229. Viel Glück wünscht sie. Und 11187. Hat sich halt bewusst eingetippt. Münzen. Schon gehypt auf Luigi's Mansion 3. Gehypt nicht, bin auf kein Spiel momentan gehypt, aber ich freue mich drauf.
Hast du noch Himbeeren? Vorhin gegessen, zusammen mit einem Himbeerjoghurt. Das ist halt das Geilste. Du hast so einen schönen Himbeerjoghurt und dann noch echte Himbeeren. Schmeißt dir dann rein. Das ist wirklich delicious AF. War eine ganze Schüssel voll. Jetzt muss ich halt bis morgen warten oder so. Weil so schnell wachsen die natürlich auch nicht nach. Die Siege alle Hammerbrüder. Heute werden gefühlt mehr schwere Level ausgewählt als beim letzten Mal. So kann es ein Weilchen dauern, bis wir unser Ziel von 100 Level erreichen. Uff, und wenn ich das Level-Design schon sehe, ne? Und den Lag! Bruder. Wollen wir uns das wirklich antun? Joa. Kann mir Geileres vorstellen. Das ist halt wirklich heftiger Lag, wie er gar nicht klar geht. Gehört das zum Spiel? Was ist hier denn los? Oh mein Gott! Macht Spaß auf jeden! Sehr, sehr geil! Ja, ich spiele Animal Crossing. Das ist richtig. Das Neue, wenn es rauskommt. Bruder. Komm, wir machen den Scheiß hier jetzt mal weg. Wenn es die anderen schon nicht hinkriegen. Und dann beißen wir uns durch den Scheiß direkt durch. Zählen die Feuerbrüder auch als Hammerbrüder? Nein, oder? Ich denke nicht. Was ein Abfall. Elen, jetzt runter und den Pilz holen. Oh, der Hammer, der Hammer, der Hammer! Digga, war das knapp. Der Feuerball! Ja, natürlich killt mich der Feuerball einen Frame, bevor ich den Pilz erreichen würde. Deine Mutter, ey. Was eine Schwengelscheiße. Zerfix. Gefühlt ist der Sound komplett mies. Ja, das waren die Soundeffekte, die irgendwie triggern sollen oder so, keine Ahnung. Ach, die Feuerbrüder zählen doch als die Hammerbrüder, alles klar. Also es wird zusammen gewertet. Das heißt, das Ziel ist jetzt da in dem Haus? Oder was? Oh, nee, Alter, was soll der Scheiß? Erster Drogentrip in der Nutshell. Stimmt, also ich hatte keine Erfahrungen, aber ich kann mir vorstellen, dass das so ein bisschen damit zu tun hat, ja. Okay, Luigi hat den richtigen Schacht gefunden. Hashtag Schacht. Alter, ist das eine Kacke! Ich guck oben und links und es war natürlich falsch, ne? Mein typisches Glück halt wieder. Oh, der Cancer ist noch nicht vorbei. Jetzt muss man Bowser mit Bob-Oms besiegen, oder wie? Oh, was ein Scheiß. Okay, einer hat aufgegeben. Yes, es war der Keck, der den ganzen Lag verursacht hat. Hoffe, du verreckst in der Hölle. Naja, es reicht schon, wenn du deinen Internetvertrag einfach kündigst und einen besseren abschließt.
Oder einfach das Spiel nicht spielst. Oh mein Gott, ist das schrecklich. Ich habe Spaß. Und ihr? Habt ihr auch Spaß? Also wenn das nicht das Spielerlebnis erweitert, dann weiß ich auch nicht. Krasse Erweiterung des Spielerlebnisses. In dem Fall aber sogar wirklich, weil ich so einen Abfall noch nie gesehen habe. Und hoffentlich auch nie wieder sehen werde. Yo, er ist tot. Immerhin braucht er nicht so viele Hits. Ja, und wo geht's jetzt weiter, Bruder? Lol. Ich hab den Schlüssel, aber ich weiß nicht, wo ich damit hin soll. Hä? Weißt du's, Toadette? War da hinten irgendwo eine Schlüsseltür? Das habe ich halt nicht gesehen. Offenbar. Boah, das ist auch so schrecklich, wieder da zurückzukommen. Hä? Warum sind denn hier jetzt überall... Darauf Blut-Orangen-Limo, um wieder die Laune hochzubessern. Wow. Brutal. Dennis Schwichtenberg, danke für 2 Münzen. Ein kleines Dankeschön für die Unterhaltung und die tolle Arbeit, die du in deiner Video steckst. Hab endlich die Shine Sprite als Symbol. Yes, geil. Level up, würde ich sagen, an der Stelle. Krasses Level up. Und Snurf Zero A. 2 Münzen. Nintendo Switch Online. Erweitere deinen Salzvorrat und jetzt noch viel Spaß. Ich habe echt ziemlich viel Salz noch vorrätig sogar. Weil das sind so Sachen... Neben Nudeln und Zucker, das kaufst du halt irgendwie jedes Mal, obwohl du es nicht brauchst. Oder? Geht's euch auch so? Ja, wenn ihr euer Spielerlebnis jetzt schon erweitert habt, zeigt es den Verantwortlichen von Nintendo mit einem Like. Oh mein Gott, Alter. Dadurch werden sie weiterhin forschen, wie man sein Spielerlebnis noch mehr erweitern kann. Durch die Genialität von Level wie diesem hier. Der Lag ist auch vorzüglich. Aber das gehört dazu, das ist die Würze, ja. Das ist einfach die Würze. Warum sehe ich schon wieder nicht die Viewer-Anzahl? In letzter Zeit so verbuggt weg. Ich kaufe fast nie Salz. Dann bin ich wohl der Einzige. Ist das die Lemonade-Limo? Ja, na klar. Cora, eine Münze. Dankeschön. Und Time zockt ebenfalls. Kevin, Ferreira-Münze. Hast du jetzt Kopfhörer gefunden? Fragt Dave. Ich habe mich noch nicht mit den Antworten auseinandergesetzt, Dave. Keine Zeit. Aber wurde einiges gepostet, auf jeden Fall. Möchte mir nämlich Bluetooth-Kopfhörer holen, damit ich dieses Kabelgeschiss hier nicht mehr habe. Aber das hat sich als gar nicht so einfach herausgestellt. Ach stimmt, wurden gestern auf diesem Apple-Event eigentlich neue AirPods vorgestellt? Ich bin zwar kein Apple-Käufer und schon gar kein Freund davon, aber... Ja, die Dinger gehen ja noch klar. Finde ich. Also zumindest vom Design. Preis-Leistung ist natürlich... Apple-technisch. Aber ja. Falls da jetzt eine neue Version rausgekommen... Nee, nicht rausgekommen, aber angekündigt wurde... Kann man das ja mal im Auge behalten.
Simon Bleil, danke für 11 Münzen. Helder, mir war gestern in einem Auktionshaus was kaufen. Dort wird am Samstag ein Hut von Michael Jackson versteigert. Vielleicht was für dich als großer Fan. Eppli Stuttgart. Na, ob der echt ist, bezweifle ich ehrlich gesagt. Aber ja, keine Ahnung. Nein, es wurden keine neuen vorgestellt. Naja, dann halt nicht. Wann kommt der Patch? Das wollen wir alle wissen. Momentan ignoriert Nintendo Mario Maker 2, wie es nur geht. Bei Apple kostet selbst der Ständer für einen neuen Mac 1000 Euro. Also, weiß ich nicht. Wer es braucht? Warum keine In-Ear? Was? Warum In-Ear Kopfhörer und keine üblichen? Naja, ein Headset sieht halt einfach scheiße aus. Deswegen. Ich habe ja jahrelang Headset benutzt, aber bin auf In-Ears umgestiegen wegen Facecam. Weil es einfach dumm aussieht, wenn du mit so einem fetten Headset da rumsitzt. Kann man sich echt nicht geben. In-Ears chilliger. Aber maximal chillig wäre natürlich dann Bluetooth. Boah, das Level darf nicht laggen, Junge. Okay, danke. Scout 17 ist raus, jetzt geht's wieder. Scout 17 klingt aber auch schon wie so eine Partnersuchseite, oder? Darf man sich aber nur mit 17 anmelden? Wobei, wäre das legal? Nee, ich glaube nicht. Ja, wobei. Doch, also wenn es wirklich nur 17-Jährige sind, glaube ich, ist es legal. Ich würde mich trotzdem anmelden. Der Sprung ist scheiße. Der Sprung ist so scheiße. Tega, wie soll man das denn machen? Hä? Das geht nicht! Was? Los, los. Ist Luigi jetzt durch? Ja moin, wie er mich einfach wegflext. Zum Kotzen. Und warum macht Toadette eigentlich nichts? Schon ein bisschen erbärmlich. Ja moin, endlich durch, läuft. Nein, On-Off-Switche, ja, die darf ich ja jetzt nicht betätigen, sonst sorge ich doch dafür, dass er krepiert, oder? Ist er schon durch die Dreckspassage? Ich glaube, er ist durch. Ja, dann komm, lassen wir es einfach, das Level ist scheiße. Oder? Ist er jetzt durch oder nicht? Jedenfalls betätigt er keine On-Off-Switches mehr. Offensichtlich. Aber das ist so scheiße gebaut, du weißt überhaupt nicht... Oder generell, im Multiplayer darf man einfach keine On-Off-Switches verwenden. Warum checkt das denn keiner? Das mal hier auch gar keinen Sinn ergeben, weil man kann ja auch so hoch. Man muss gar nichts umswitchen. Ist halt komplett sinnlos. Wie ich immer vergesse, wo ich rauskomme, ne? Super strange. Weiß Nintendo überhaupt von der Existenz dieses Spiels? Darf man sich durchaus fragen, ja? Was ist der Unterschied zwischen Gegnern und Miteinander, außer dass es keine Punkte gibt? Trotzdem versucht jeder schneller als der andere zu sein. Ja,
Klar will man der Typ sein, der das Ziel erreicht, ist ja logisch. Aber das Klima ist trotzdem viel chilliger als im Gegeneinander, weil man sich einfach nicht hassen muss. Kein Problem, danke Cora. Yufu-Fan, danke fürs Münzen. Ah, ein Verbindungsfehler. Köstlich. Oh, Bruder. Wird jetzt voll ab, der ganze Mist hier. Ich freue mich schon voll aufs Abendessen. Warte, ich zeig's euch gleich. Es wird mega geil. Also zumindest dem Bild nachzuurteilen. Wir gehen in ein Restaurant, weil ich hab vorhin auf Instagram das Bild gesehen und hab mir dann sofort gesagt, Bruder, heute Abend aber sowas von dahin. Es laggt wieder wie die Hölle. Nee. Diesmal gehe ich raus. Darauf habe ich keinen Bock. Zumal da am Anfang wieder Invisible Coin Blocks sind. Also, das hat der letzte Cack gebaut. Auch kein Mensch. Warte. Das wird jetzt wahrscheinlich nicht jeder mögen, aber die, die Fisch und Meeresfrüchte lieben, werden wahrscheinlich auch so denken. Bitte bring was mit, bitte! Oder das Bild ist schon Porno. Wirklich, gib dir. Ist brutal, oder? Aber das ist halt die Werbung. Muss man dann mal schauen, wie die Realität aussieht. Ich poste es dann in Instagram, wenn es euch interessiert. An der Stelle folgt mir auf Instagram. Bro, danke für 10 Münzen. Du gewinnst 100 Millionen Euro. Was würdest du machen? Tja, das ist schon schwer, weil 100 Millionen ist halt unglaublich viel. Das kann man eigentlich nicht ausgeben. Außer man rastet halt komplett aus. Na gut, also hätte ich 100 Millionen, würde ich wahrscheinlich eine Villa für, was weiß ich, 5 Millionen oder so auf Costa Rica bauen und heftiges 1 Gigabit Internet verlegen lassen. Das dürfte dort in der Region wahrscheinlich auch nochmal 5 Millionen kosten. Dann würde ich 10 Millionen auf jeden Fall wegsperren. Für Kinder oder Notfall, whatever. Ach, Digga. Alles Mögliche von Gucci, Versace und so kaufen, was ich will. Dann dürfte ich locker noch 70 Millionen haben. Was weiß ich, 50 Millionen würde ich spenden an Organisationen, die ich feiere. Und die der Welt helfen. Und die restlichen 20 schmeiße ich in meinen Pool. Keine Ahnung. Steuern? Nee, zahle ich keine. Spaß. Gewinn muss ja, glaube ich, nicht mal versteuert werden. Also würde man 100 Millionen gewinnen, ich glaube, die müsste man nicht versteuern. Gib dir das mal. Ich dachte, du würdest dir einen neuen PC kaufen. Davon habe ich erstmal genug. Ich weiß es halt echt nicht. Also, auf jeden Fall fette Immobilie und irgendwo, wo es schön warm ist, hinziehen.
Internet verlegen lassen, damit ich weiter streamen und Videos machen kann. Also alles wie jetzt, nur halt Traumlocation. Viel Spenden auf jeden Fall. Für, na, schon wieder so ein Scheiß. Natur, Tierwohl, Nachhaltigkeit, Bio und so. Ach, Digga. Geilsten Kleidungspieces. Aber mehr brauche ich nicht. Ja, okay, vielleicht noch der ein oder andere Wagen, aber die kosten jetzt, verglichen, wenn man 100 Millionen hat, nicht viel. Ja, so ein Lamborghini, was weiß ich, 300.000. Das ist halt, wenn du 100 Millionen hast. Wenn du das ausgibst, du merkst es nicht mal. Spende was an Nintendo für Server. Das ist bis jetzt das Beste, was ich gelesen habe. Naja, das Traurige ist ja, Nintendo hat ja selbst Unmengen an Geld. Kriegt's aber nicht geschissen. Nintendo auf Madeira confirmed. Naja, ich glaube Madeira ist okay, aber da brauchst du jetzt keine 100 Millionen für. Kommst du auch so schon hin. Und an alle, die meinen, die Facecam sei asynchron, ist sie nicht. Ich hab's gerade nochmal überprüft. Startet einfach den Stream neu, wenn irgendwas nicht stimmen sollte, aber bis jetzt passt hier alles. Was kommt denn hier jetzt bitte? Was würdet ihr denn mit 100 Millionen machen? Komm, ich schmeiß die Frage jetzt mal an euch weiter. Mir fällt halt echt nicht viel ein. 2, 3 heftige Autos, Immobilie, geile Kleidung. Geiles Internet. Sparen. Aber da bleiben halt locker noch, was weiß ich, 50 Millionen übrig. Oder 60, 70. Aber wie gesagt, viel spenden halt. Was, trotzdem. Trotzdem bleiben dann noch 20, 30 übrig. Ich habe keine Ahnung, was ich damit machen soll. Schon witzig, oder? Weil man lebt, um Geld zu verdienen, aber wenn man dann richtig viel hat, weiß man irgendwie nicht, was damit anzustellen. Alter, ist das ein Scheiß-Level. Okay, doch, eine Sache fällt mir noch ein. Ich würde die Entwickler von Paper Mario 2 kontaktieren und sie bestechen, dass sie ein Remake machen. Ist auch egal, wie viel es kostet. Ich habe sowas von keinen Bock auf das Level. Neuer PC, Koks und Nutten, heftige Villa. Rolex. Gucci-Laden kaufen. Mein Lieblingsauto. Ein Lamborghini, PC, Villa. Wie wäre es mit vererben? Ja, damit sind ja die 10 Millionen gemeint, die gespart werden würden. Wobei, wahrscheinlich wären es mehr als 10. Vielleicht wären es 20. Man könnte die Welt bereisen. Ja, stimmt. Stimmt eigentlich. Man hat so viel Kohle, man muss nicht zwingend arbeiten, man macht es immer, wenn man Bock hat. Und einfach 24/7 Urlaub. Aber andererseits, wenn man schon eine Villa auf Costa Rica hat, will man dann noch woanders hin? Ab und zu vielleicht, um was anderes zu sehen. Aber ich glaube, ich hätte dann nicht mehr so den Drang nach Südsee und so, weil es halt mein normaler Lebensraum wäre. Jetzt hier in Deutschland? Natürlich denke ich mir, oh, yo, Bock auf Strand.
Aber wenn du da wohnst quasi und das jeden Tag hast und immer wann du willst, dann juckt dich das nicht. Ich glaube, dann hast du eher Bock auf einen Bauernhof oder sowas. Ist halt echt so. Hilfe? Bisschen doof. Ich glaube, ich bringe mich um, weil es ist ein Scrolling-Level. Ich muss bei den anderen spawnen, sonst hat es keinen Sinn. Das hat sonst echt keinen Sinn. Stimmt, vielleicht würde ich auch selber so eine Hilfsorganisation gründen. Man muss ja nicht alles an andere spenden, sondern man kann es auch selber machen. Ich meine, man hat dann ja eh so viel Freizeit. Oh, aber safe auch Zweitwohnsitz Los Angeles, Beverly Hills. Und das ist wie gesagt so mein Traumwohnort. Oder Bel Air. Ja, die Vorstellung ist schon cool. Stattdessen sterbe ich in Mario Maker. Ich glaube, ich wache wieder aus meinem Traum auf. Ich sterbe nicht nur in Mario Maker, ich spiele auch schlechte Level in Mario Maker. Smart Home. Na, Smart Home ist ja nicht so schwer, das habe ich ja auch schon. Das ist eigentlich, wenn du ein Haus baust, heutzutage Standard, dass du es als Smart Home machst. Nicht so krass wie in den Filmen dargestellt. Da weiß ich gar nicht, ob es überhaupt geht oder ob das wirklich nur Fiktion ist. Aber so teilweise auf jeden Fall. Klar, kann immer sein Igel. Kommt drauf an, wo. Spike Brawl hat einen Bit über Twitch anscheinend gerade rübergehauen. Ja, danke. Rico Würth, 5 Münzen. Doch, Gewinn musst du versteuern. Ich bin beruflich Steuerberater. Aber das. Alle sagen doch immer, man muss das nicht. Oder geht's nur um... Doch. Also alles, was mit Glücksspiel zu tun hat, muss man doch nicht... Mit Lottogewinn muss man doch auch nicht versteuern, oder? Ich habe mit dem allen nichts zu tun, deswegen weiß ich es nicht. Aber das ist das, was ich immer gehört habe. Mit Alexa und so? Nein. Das ist Schwachsinn, finde ich. Zumal ja auch über die Dinge abgehört wird. Und ich habe ehrlich gesagt keine Lust, von Amazon oder Apple oder Google oder wie sie alle heißen, abgehört zu werden. Klar wissen die eh schon alles über einen, aber... Man muss sich das einfach mal vorstellen, man ballert oder macht sonst irgendwas Privates und dann hört einer zu, Alter. Nein. Find's auch traurig, dass da nicht ein viel größerer Skandal draus gemacht wurde. So, als wenn das schon halb so selbstverständlich wäre. Man sollte sich ja nicht drüber aufregen. Man hätte doch damit rechnen sollen, so mäßig. Wobei, hätte man vielleicht wirklich. Bin ich hier richtig? Ja, gut. Nein, man muss es nicht versteuern, lol. Ja, siehst du? Glaube nur ein Jahr steuerfrei.
Das wäre aber schlimm, du. Dann in einem Jahr 100 Millionen ausgeben. Krasser Scheiß. Lottogewinn müsste steuerfrei sein, nur der Zinseszins ist zu versteuern. Ja, also ihr seht, Leute, wenn ihr mal irgendwie fett gewinnt, spart mal lieber so ein Drittel ungefähr. Irgendwann kommen dann die Finanzhaie und sagen, da haben sie wohl was vergessen. Wurde ihnen nicht gesagt vermutlich, aber es ist uns doch egal. Immer auf böse Überraschungen vorbereitet sein. Aber nicht nur im Fall eines Gewinnes, sondern tatsächlich jederzeit. Jederzeit. Arnes Ademi, danke fürs Hinweisen. Ich feiere deine Zelda-OOT-Videos. Als Kind damals 100-mal durchgespielt und nie langweilig geworden. Kannst du danach Majora's Mask machen? Habe ich schon. Guck mal bitte in die Playlists, da findest du es. Oder einfach auf YouTube Zelda Majora's Mask 3D eingeben. Da dürfte mindestens eins meiner Videos relativ früh auftauchen. Kann man das kombinieren hier? Warum zieht er denn jetzt den Panzer nicht an? Okay. Astreines Leveldesign. Mami wäre stolz. Ach, bin aber auch ein Schuh. Oh, crap! Hä? Da ist doch niemand drin. Warum killt mich denn der Schuh? Was denn das denn, Alter? Oder war der fucking Louis Vuitton-Schuh so scheiße teuer, dass ich danach verreckt bin, nachdem ich ihn gekauft habe? What? Da ist ja doch ein Goomba drin, aber den sieht man nicht. Was ist denn das bitte für ein Betrug? Ah ja. Komm, wir wechseln einfach auf das Klo. Ich glaube, das ist besser. Das ist besser und spart Nerven. Ich habe jetzt keinen Bock drauf. Zack, ich ballere euch einfach alle weg. Da hatte sogar einer einen Schlüssel. Maximal unnötig das Level, ey. Man findet direkt deine Playlist, wenn man es angibt. Ehre an YouTube an der Stelle. Support ist da. Wobei die letzten Videos ein bisschen schlechter ankamen. Ich glaube, der Algorithmus hat sich wieder geändert oder mein Kanal wurde wieder downgerankt. Was habe ich falsch gemacht? Die normalen Mario Maker Parts haben auch irgendwie nochmal so 1000 Likes weniger und 30.000 weniger Views. Okay. Ich finde es immer erstaunlich, wie schnell sowas auf YouTube geht. Von einem Tag auf den anderen. Aber deswegen sage ich ja, immer auf alles vorbereitet sein. Damit du im Notfall nicht krepieren musst. Was ist das für ein Level? Muss los. Warum heißt das Miteinander, wenn doch nur einer gewinnt? Stimmt gar nicht. Wenn einer das Ziel erreicht, gewinnen alle. Also ich werde jetzt wahrscheinlich das Ziel erreichen und dann hat Luigi genauso gewonnen wie... jetzt komme ich da nicht rein, weil ich groß bin. Ist das dein Scheiß Ernst? Da. Abfall. Aber wir sind durch. Alle Gewinne, die Zinsen abwerfen, müssen zu derzeit 25% versteuert werden. Nennt man Abgeltungssteuer. Okay, und welche Gewinne verursachen Zinsen? Also wenn ich jetzt um 10 Uhr an den Strand gehe und die Sonne lacht, ich gewinne da
100k? Muss versteuert werden oder nicht? Oder ich fülle einen Lottoschein aus. Brutales Luck. 10 Millionen gewonnen. Es würde mich konkret interessieren. Tobias Wolber, danke für die Mitgliedschaft. Juvian, danke für eine Münze. Burnout Gamer für 20. Für deine Anstrengungen bis zu Rang S. Bist mein Lieblings-YouTuber. Danke dir. Viel Spaß mit diesem Miteinander-Stream. Tapio Thomas, zwei Münzen dagelassen. Nee, eine Yacht für 50 Millionen und einmal tanken. Das wäre die brutalste Verschwendung. Cornelia Altweger, danke für die Mitgliedschaft. Und Arnes Ademi für 5 Münzli. Ich liebe deine Videos. Bester Mann, mach weiter so. Wir versuchen's, Jo. Alle Gewinne, die auf dein Konto kommen. Na gut, dann hebe ich halt einfach alles ab. Wobei, welche Bank der Welt kann mir 100 Millionen auszahlen? Oder es muss ja nicht so viel sein. Sagen wir mal 10. Ist auch schon brutal viel, aber das kommt schon eher im Lottobereich vor. Aber gut, dann würde ich halt, was weiß ich, jeden Monat hingehen und sagen, hey, ich brauche jetzt 1 Million. Ich halte eh nicht so viel von Banken, wenn ich ehrlich bin. Ich habe jetzt nämlich auch im Bekanntenkreis einen Fall. Der musste zu Unrecht Geld an einen Mobilfunkanbieter zahlen. Und nebenbei noch Krankenkasse. Digga! Ja, und es ist das Konto gesperrt. Man hört ja auch immer von allen anderen so, ja, wie schnell so Konten gesperrt sind und dann hast du einfach keinen Zugriff mehr drauf. Was stellt sich denn eigentlich die Welt dann vor? Soll man dann sterben gehen oder was? Oder bei meinen Eltern war das auch mal so. Da war ich zwar etwas jünger, deswegen weiß ich dann nicht die Umstände, aber... What the fuck? Klar, wenn man viel daheim hat, ist man eher ein Angriffsziel für Einbrecher, wenn die das irgendwie mitbekommen. Aber ich würde nicht alles auf der Bank lassen. Du bist so schnell verarscht. Und das scheißt dann einfach jeder auf dich. Hauptsache das Finanzamt sieht irgendwie das Geld. Schweizer Banken haben so viel. Okay, das glaube ich auch, ja. Online-Banking, dafür oder dagegen? Ich nutze es aktiv, weil ich keine Lust habe, in die Filiale zu gehen, jeden Tag vor allem, und irgendwelche Überweisungen zu machen. Ich muss gefühlt jeden Tag irgendwelche Scheißüberweisungen machen. Ich bin so und so alt und selbst ich weiß, dass man ein tägliches oder wöchentliches Abhebelimit hat. Habe ich ja nie bestritten. Ich habe auch ein Abhebelimit von 1000 Euro pro Tag, glaube ich. Aber man kann ja bei der Bank, wenn du an den Schalter gehst, sagen, ey, brauche ich jetzt 1 Million? Ich meinte nicht, dass man das aus dem Automaten rausholt. Das geht natürlich nicht. Man geht da hin und sagt das und dann sagen die dir, uff, müssen wir erstmal gucken, wie wir das beschaffen. Also das muss angemeldet werden. Und dann kriegst du die Kohle oder halt nicht. Deine Verbindung ist niedrig. Ja, na klar ist meine Verbindung niedrig. Es ist eine fucking 500.000er Leitung! Ich weiß aber nicht, ab wann man da hingehen kann oder muss, um größere Beträge zu bekommen und wie schnell die beschafft werden können. Weil ich den Fall noch nie hatte.
ich heb ab und zu mal einen Tausender ab, aber mehr nicht. Ich habe auch keine Lust, mit den Bankangestellten zu reden, ehrlich gesagt. Suchen dir dann ständig was aufzuschwatzen, zumindest ist das meine Erfahrung gewesen. Deswegen mache ich das dann lieber so. Und wenn ich dann jeden Tag halt da zum Automaten fahren muss, ist egal. Aber klar, wenn du dann mal, was weiß ich, 50.000 brauchst, wenn du es hast. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie das abläuft. Ich weiß nur, man muss es anmelden und dann schauen die, was sie machen können. Ich habe leider keine Millionenbeträge auf dem Konto, sonst wüsste ich, wie man damit umgeht. Kein Plan. Banken haben doch nie im Leben so viel Geld. Schau dir doch die Griechenland-Krise an. Ja, die beschaffen das Geld von irgendwo. Weil wenn du es auf dem Konto hast, virtuell, dann müssen es dir natürlich auch auszahlen. Vielleicht nicht eine Million oder so auf einmal, aber wenn es auf deinem Konto ist, müssen sie es dir irgendwie irgendwann auszahlen. Wäre sonst beschiss. Das wär's ja. Rackerst dir den ganzen Tag den Arsch ab? Oder was weiß ich. Nehmen wir wieder das Gewinnbeispiel. Gewinnst eine Million, willst dir halt gönnen, so. 10.000, gehst zum Schalter, ich will 10.000 haben. Dann sagt die Bankmitarbeiterin einfach, ja, aber wir haben nur 5, tut mir leid. Wobei, das stimmt dann in dem Fall auch. Deswegen muss man es ja anmelden. Aber wenn sie dann sagt, ja, wir können es nicht beschaffen, Pech gehabt. Das wäre halt Betrug. Ja moin, ich komme hier nicht mehr durch. Alles klar. Unser Banktyp ist mega nett. Oder hast du Glück gehabt? Wobei, bei meiner alten Bank hatte ich so einen älteren Herren, der war auch chillig. Aber der Jüngere, ich weiß nicht, ob man sich da so krass beweisen muss oder so, aber der hat halt ständig versucht, irgendeinen Shit aufzudrücken. Und vor allem, das ist der größte 31er-Move, als rausgekommen ist, dass das halt nur ein Privatkonto sein sollte, weil die dachten anscheinend, ich verschiebe das Geschäftskonto dahin, wollte aber nur ein Privatkonto haben, hat er halt allen Ernstes bei meiner anderen Bank angerufen. Und, also das war dieselbe Bank, aber halt komplett andere Stadt. Und die hatten eben auch verschiedene Angebote. Und, das eine Angebot, oh Bruder, war halt tausendfach geiler als das, was die geboten haben. Und dann hat er quasi angeschwärzt. Er hat angerufen so von wegen, ja, warum mach ich das so günstig? Was soll denn das? Blablabla. Das hat mir dann nämlich der andere erzählt. Größter 31er. Und seitdem spreche ich eben mit denen auch nicht mehr. Erstmal versuchen anzudrehen und dann noch anschwärzen. Digga, geht's noch? Heftig. Eigentlich müsste man sagen, welche Bank das ist, aber ich habe keinen Bock auf Stress. Kein Bock auf Stress. Kannst du die Million noch gerne mir geben? Ja, erstmal brauche ich sie ja für mich selber. Scheiße, wenn ich eine hätte. Ach komm, ist das Müll! Keiner hat Bock auf das Level, alle sind schon raus, bis auf der Toad und ich. Aber ich glaube, das war schon richtig da. Bei dem anderen Bankangebot war es so, dass ich für jede... Keine Lust mehr. Für jede Überweisung so ein paar Cent hätte zahlen müssen. Wäre ich halt einfach in einer Woche arbeitslos. Pleite, aber egal. Na komm, weg mit dem Scheiß. Mm-hmm.
Ich werde die Bank jetzt nicht sagen. Versucht's gar nicht erst. Aber seid bei sowas vorsichtig. Wenn ihr da reingeht und euch nur ein Konto eröffnen wollt, dann eröffnet auch nur ein Konto. Egal, was die labern. Anton Brabbel, danke für 2 Münzen. Ich wünsche Reupload zu Portal, Portal 2. Nö, das passt eigentlich so. Laura D., Keks und der Splat-Engel, danke für die Mitgliedschaft. Willkommen. Und Galatasaray 1905, King. Nee, eine Donator-Liste gibt's nicht. Aber jeder wird ja über Superchat zumindest eingeblendet. Komplett lost. Auch ein bisschen auf die anderen gewartet und gar nicht gemerkt, dass ich ganz hinten war. Ist YouTuber offiziell ein Beruf? Man ist ganz normal selbstständig. Und Webvideo-Produzent lautet der Oberbegriff. Warum sich überhaupt 1 Million auszahlen lassen? Um sie sich klauen zu lassen? Ja, muss ja jeder selber wissen. Ich finde jetzt die Variante mit Tresor daheim auch nicht verkehrt. Also zumindest ein Teil. Aber ich würde niemals meine ganze Kohle auf dem Bankkonto lassen. Genau in so einem Fall. Wenn es gesperrt ist, bist du am Arsch. Da ist ja auch Griechenland ein tolles Beispiel. Bei denen war das ja genau dasselbe. Ich glaube, das will keiner. BMW-Fan, danke für eine Münze. Kann man den Chat irgendwie ausschalten? Da ist doch normalerweise oben das Bild und unten der Chat. Oder am PC seitlich der Chat und da das Bild. Das stört doch nicht, oder? First try. Ja, wirklich? Mal gucken. Sau wenig Level bisher abgeschlossen, habe ich das Gefühl heute. Also, kommt aber auch nur Shit, ne? Beinahe die ganze Zeit laggy. Schlimmer als im Gegeneinander. Bis jetzt First try, ja. Einfach in Immobilien und Aktien verteilen, um das Risiko zu streuen. Ja, zum Beispiel. Zum Beispiel. Gerade Immobilien und Grundstücke kaufen ist, denke ich, das Sicherste, was geht. Da bin ich vorhin gar nicht drauf gekommen, obwohl ich eigentlich auch so denke. Aber hätte ich die 100 Millionen und noch 30 oder so übrig, würde ich alles in Hotels oder so stecken. Oder andere heftige Gebäude.
Das ist halt auch ultrasicher. Man kann im Chat... Ach nee, man hat im Vollbild den Chat. Stimmt. Genau, ja. Das ist auf Twitch auch so. Ich weiß aber nicht, wie man das ausschaltet. Das kotzt mich aber auch an. Irgendwie geht das bestimmt. Oh, kein Lag. Wow. Cool. Ja, schlechter Spawn, aber alles noch okay. Das ist übrigens auch mein Rat, wo wir gerade an der Stelle sind. Ach, Kacke. Solltet ihr irgendwann mal... aus welchen Gründen auch immer... bisschen was an Kohle angehäuft haben... baut ein Haus oder kauft ein Haus. Ist auch egal, ob für euch oder für andere, dann vermietet ihr es halt. Aber man, es gibt eigentlich nichts Klügeres, was man damit anstellen kann. Und nehmt euch kein Beispiel an, will ich jetzt auch keinen Namen nennen, aber gewisse andere, die alles in Flex stecken und dann am Ende Insolvenz anmelden müssen. Weil die denken sich jetzt auch, oh, hätte ich doch mal, ja, das nicht gemacht und das klüger investiert. Ja, Pech gehabt. Seid klüger. Was ist das für Scheiße? Bruder. Aber Toadette hat's ganz gut gemacht. Good job, Toadette. Kommt da kein Power-Up raus? Mist, jetzt ist Toadette tot. Warte kurz, bis einer hier spawnt. Okay, dann können wir ja weitermachen. Was? Toadette? Hätte ich mal nicht gewartet. Mann, ich habe nur an uns alle gedacht. Sofort kassiert. Jetzt hat sie da ja die ganzen Flammen ausgelöst. Was würdest du machen, wenn du die Zeit stoppen könntest? Ach, die Zeit steht still und ich kann machen, was ich will? Oh, einiges. Aber die Hälfte davon kann ich, glaube ich, nicht einfach so freie Schnauze sagen. Oh mein Gott! Stirb bitte! Yes! Mieterstress, nein, danke. Naja, weißt du, ich habe ja die Erfahrung gemacht, dass auch Vermieter das Problem sein können. Ich würde jetzt nicht von vornherein sagen, alle Mieter sind schlecht oder machen nur Probleme. Ganz und gar nicht. Manchmal sind es auch die Vermieter. Und ganz ehrlich, als Vermieter hat man auch den längeren Hebel. Also, ist einfach so. Aber ja, muss sie da selber wissen. Das bezweifle ich, Rico wird. Aber ganz stark. Selbst wenn, hast du dann immer noch ein eigenes Haus. Ah, warte, hier am Anfang geht's jetzt weiter.
Go! Das ist schon das Ziel, oder was? Ja, moin. Mein Vermieter ist sehr nett. Das freut mich zu hören. Das ist so die Traumvorstellung. Wenn Mieter und Vermieter sogar... ja, ein gutes Verhältnis haben. Man muss auch gucken, dass man nicht bei einem mietet, der schon zig andere Immobilien hat, weil die sind halt eher arrogant, als wenn du jetzt bei einem alten Pärchen oder so was mietest. Wo das deren einzige Immobilie ist und sie halt sich damit ein bisschen absichern wollen. Gibt's natürlich nicht so häufig, aber ja, das nur als Tipp. Ja, Bruder, jetzt mach doch hier... Ey! Langweil bis jetzt eigentlich. Ach doch, schon 49. Okay. Geht klar. Kannst eine Salzfabrik aufmachen. Bei dem, was ich erlebt habe, ja. Ich geh mal auf sehr schwer jetzt. Wenn man oben rechts die Sprechblase drückt, geht der Chat weg. Auf Twitch oder auf YouTube? Aber in beiden Fällen habe ich noch nie eine Sprechblase gesehen. Komisch. Lilly, danke für 20 Münzen. Endlich wieder dabei. Feierabend und mit meiner Maus den Mann mit der Mütze schauen. Beste, bleib so wie du bist. Der Mann mit der Mütze. Heute mal keine Betrugscap. Weil, ich die eigentlich auch hätte anziehen können bei dem Shit hier. So, das Level ist das sehr schwere, ne? Sieht auf jeden Fall sehr kompliziert aus und leider wird das vermutlich... Ah, das ist eine Falle, oder? Ich glaube, das ist eine Falle, da geht's gar nicht rein. Deswegen auch das Smiley. Das Level wird das gleiche Problem haben wie das andere sehr schwere. Das Zeitlimit ist ultra kurz. Man muss hier eigentlich alles richtig machen. Sonst wird man wahrscheinlich das Ziel nicht erreichen. Wie hat Mario dann das gemacht? Ach, der stand einfach richtig. Ah, okay. Alter. Oh, der P-Switch ist hier eigentlich gar nicht so schlecht. Ich hab mal alle Münzen entfernt, bis auf die letzte. Ah, Scheißdreck. Ja, der P-Switch ist gut. Der P-Switch ist gut. Noch einmal. Warten, warten, warten. Und go! Ja, yeah. Chillig. Was geht hier ab jetzt? Okay, rote Münze. Ja, aber es gibt noch drei weitere. Und wir haben halt einfach nur noch 200 Sekunden Zeit. Das ist ja schon fast ein Kaizo-Level. Haben wir keine Chance. Aber ich finde es interessant zu sehen. Ich spiel's mal weiter. Oh, Toadette. Ich glaube, bei dir läuft jetzt auch nicht so gut. Lass mich halt wenigstens durch. Warum lässt du mich denn nicht wenigstens durch, Mario? Oh, warte. Wo kommt der Pilz jetzt? Hallo? Vorhin kam der doch die ganze Zeit. Okay. Aber sowas von chancenlos. Alter, was ein krasser Scheiß. Willst du auch privat was? Nee, dafür habe ich keine Zeit, leider. Ich glaube, geh mal raus. Es war, wie gesagt, schön zu sehen. Aber keine Chance. Man kann im Fullscreen auf Chat ausblenden drücken. Hä, wo denn? Ich habe das noch nie gesehen.
Und viele andere offenbar auch nicht. Dennis, danke für 1,84. Tox zur Death für eine Münze. Change Edits für 2. Ich raste aus. Muss los. Und Stacy für 2 Münzen. Was war dein Hassfach in der Schule? Physik. Gefolgt von Mathematik. Tim, vielen Dank für 50 Münzen über Tippi. Danke für die jahrelange... Und dann lese ich seinen Scheiß falsch vor. Danke für die jahrelange Unterhaltung. Vielen, vielen lieben Dank fürs Lob und fürs lange Angucken, Tim. Ich hoffe, es reicht auch die nächsten Monate noch. Dass du sagen kannst, ja... Geiler Kanal. Oder zumindest, ja, über den kann man gut lachen. Ist auch okay. Oder, ja, Spielerlebnis erweitert. Das bereichert doch unser aller Leben, oder? Das ist der Content, den wir alle sehen wollen. Ja, top gemacht, Toadette. Das war sehr klug für uns alle, den Question-Block zu zerstören. 300er IQ-Move. Zumal das auch noch eine Zielbedingung ist. Man muss in der Maxi-Form sein. Oha. Ah, okay, da kommt noch so ein Teil. Drüben ist noch eine Superballblume. Braucht man die? Glaube ja. Schauen wir mal. Ich würde mit dem Geld Grönland kaufen. Ich weiß genau, worauf du anspielst. Aber tatsächlich ist das in der Vergangenheit schon durchaus vorgekommen, dass US-Präsidenten Land kaufen wollten oder es sogar gemacht haben. 100% bin ich mir da nicht so sicher. Also, was der gute Herr vorhatte, ist diskutabel, aber nicht ungewöhnlich. Was denn jetzt? Da geht's gar nicht hoch. Oben in der Leiste, wenn du Fullscreen hast und einmal auf deinen Screen tippst, ist neben dem Titel das erste Symbol eine Sprechblase. Da drauf tippen, dann geht's weg. Das muss ich mir merken. Danke für die Hilfe. Und wir haben alle gemeinsam das Ziel erreicht. Super. Ich glaube, ich hätte sogar die Zielflagge erreichen können, wenn ich jetzt nicht gelesen hätte, aber passt schon. Passt schon. Das war schönes Teamwork, fand ich. Bis auf die Aktion von Toadette am Anfang. Welches Mikro hast du? Ein Phantom. Die Nummer weiß ich jetzt nicht genau, aber auf jeden Fall ein Phantom. Im Hochkant ist rechts oben ein Kreuz, das entfernt den Chat. Aha. Okay. ...2000 Likes geknackt! Yippie! Darauf ein schwieriges Level. Zeig's dir nachher mal auf Twitter. Ja, mach das. Weil es wissen halt wirklich viele nicht. Inklusive mir selber. Was steht da? Das Level war schwer, oder? Thank you.
Boah, ich glaube. Gerade wollte ich sagen, das war wohl gute Aktion, den Weg zu nehmen, aber offenbar war es das nicht. Joa. Also wenn das eine komplette Sackgasse ist, wo muss man denn dann lang? Jetzt nicht im Ernst, oder? Uff. Okay. Hast du ein Haus gekauft oder musstest du einen Kredit dafür nehmen? Ich habe es gebaut und musste einen Kredit dafür nehmen. Alle, die jetzt nachspawnen, sind so am Arsch. Aber ich glaube, ich werde auch gleich sterben. Irgendwas Lächerliches wird gleich passieren. Oder ist das jetzt wirklich schon der Weg zum Ziel? Ja, aber dann wäre das Level doch nicht auf schwer gelistet, oder? Kann man nicht vorstellen, dass es keiner gecheckt hat. Ah, okay. 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 What the hell? Was soll das? Okay, es muss ja nicht unbedingt ein Trouble sein. Aber mit dem Stuff, den ich jetzt gewonnen habe, muss ich doch irgendwas erreichen können, oder? Wenn ja, was? Wo brauche ich einen Knochentrockenpanzer und einen Helm? Ich weiß nicht, ob ich da runtergehen soll. Ich habe das Gefühl, da ist was. Ja, da ist ein Gang. Gönn dir. Dann halt nicht. Hä? Das ist doch so lame. Wo bekommt man denn da jetzt den Schlüssel her? Oder muss man den P-Switch, den Farbschalter aktivieren und dann ist da eine versteckte Tür oder sowas? Was ein Scheiß-Level, Alter. Was natürlich auch sein kann, ist, man springt hier entlang und dann aus dem Panzer raus, aber ich weiß. Wer hat denn den Turm gekillt? Oder ist das der von dem Gang? Moment, Luigi lebt noch. Der ist da lang gesprungen und lebt noch. Okay, dann ist da wirklich was. Ah! Ja, toll. Das kann man halt nur über einen Blindjump rausfinden. Kann ich da nicht einfach ins Ziel laufen? Aber absoluter Trash. Ja, klar, Ahmed. Ob das klappen wird, weiß ich nicht. Aber selbst wenn nicht, es werden nicht lange zwei Zelda-LPs parallel laufen. Wofür war jetzt eigentlich die Schlüsseltür? Das Level war schon wieder so ein richtig toller Beweis für Dreckslevel im Online-Modus. Dass man im Gegeneinander ja auch so viele. Dein Lieblingsfach. Biologie und Deutsch, wenn es nicht um Literatur ging. Ich würde sogar Betriebswirtschaft dazu zählen. Das war auch ganz cool, meistens. Sehr schwer. Na, ich würde jetzt gerne erstmal auf 60 stellen und dann können wir ja immer noch rumgurken.
Das soll schwer sein. Ja, das Schwere in dem Level war wahrscheinlich einfach, den Weg zu finden. Unendlich. Unendlicher Trash? Unendliche Ladezeiten also. Aha. Cool. Warst du gut in Sport? Ja, sehr gut sogar. Eigentlich traurig, dass ich nur noch vom PC hocke. Es gab doch immer so Bundesjugendspiele. Und da war ich auf jeden Fall immer bei den Oberen mit dabei. Einzige, wo ich schlecht war, war Springen. Aber ich war anscheinend in anderen Disziplinen so gut, dass es das ausgeglichen hat. Also Weitsprung meine ich jetzt natürlich. Die F. Achso, da... Kann es sein, dass der eine das Level kannte? Weil er hat instant einen hochgehoben und wollte ihn, glaube ich, ins Ziel schmeißen. Ich glaube, der kannte das Level. Und die haben es sogar geschafft! Ehrenmänner! Richtig geil. LOL! Leute, so sieht Teamwork aus. Das kann man ja fast schon zu einem Trailer zusammenschneiden, so als Werbung für den Modus. Das ist Teamwork. Richtig geile Aktion. Episch. Tschüss, schnell, danke für 10 Münzen. Das letzte Spielen macht irgendwie süchtig und das Laggen sowie der Trash gehört allmählich doch auch dazu. Ja, ich weiß, was du meinst. Wir müssen auch den Gegeneinander-Modus irgendwie. Ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Es ist so schlecht und man regt sich so krass drüber auf, aber die Glücksgefühle, die dann immer wieder kommen, überwiegen halt dann doch. Schon echt crazy. Luke Tendo, willkommen bei den VIPs. Danke für die Kanalmitgliedschaft. Sammeln alle 50er Münzen. Alright. Das werden wir nicht machen können. Glaube ich. Da muss jetzt einer vorangehen und alle anderen müssen eigentlich nur zuschauen. Und irgendwann vielleicht nachspawnen oder so. Aber auf jeden Fall müssen wir ihn machen lassen. Ja, jetzt ist ein guter Moment, um nachzujoinen. Was ewig lädt. Ist er jetzt gestorben? Er ist gestorben, ja. Ach, kommt schon. Nur einer! Checken die das ernsthaft nicht? Mario checkt's, aber der hat Probleme mit den Lags, was natürlich auch verständlich ist. Ja, man sieht's ja. Man kommt da nicht durch, was so fucking laggy ist. Ich glaube, ich gehe raus aus dem Level. Das hat keinen Sinn so. Oder? Mach ich's jetzt kurz für alle? Ja, moin, läuft. Yay! Kommt, spawnt her. Weil das Ding ist, geht da genauso wahr. Ach, bin ich dumm. Wobei, ich musste ja irgendwie den Schalter aktivieren. Egal, hab ich mich für Mario geopfert, der jetzt noch weiter zieht. Sehr gut. Nein, Mario! Ach, komm schon. Man kann das nicht im Multiplayer spielen, sparen wir uns das. Ich glaube, das sollten wir echt sparen. Oder sind die anderen jetzt raus? Ich
hätte es gerne alleine gespielt. Das sieht cool aus. Aber wenn da jeder... irgendwann gegen On-Off-Blöcke springt, hat das keinen Sinn. Das ganze Level ist ja anscheinend darauf aufgebaut. That's sad. Kommt schon, wir müssen ein bisschen mehr miteinander kuscheln und zusammenarbeiten. So wie davor. Bruh. 2.0. Let's go. LOL. LOL! Ich hab aber springen gedrückt. Wirklich. Schwirre. Why no Toad? Dein Schlüssel, der Keck? Oh, nein. Ja, dann... gut so. Wie viel Siege? Wie viel haben wir jetzt? 52 oder so? Eriksen Dietrich, danke für die Mitgliedschaft. Und Gamerlink für 5 Münzen, Lies. Erweitert Domtendo also sein Spielerlebnis mal wieder. Viel Spaß. Hab ich. Sieht man doch. Nee, kein schwer. Leicht wird ausgewählt. Wir müssen mal gucken, dass wir die Anzahl geschaffter Level hochschrauben. Besiege mindestens 10 Goombas und erreiche das Ziel. Ah, die leichten Level sind aber auch meistens alle sehr schlecht designt, ja. Wenigstens können wir uns hier aufteilen. Ich denke, auf jeder Ebene werden Goombas verstreut sein. Ist das ursprünglich ein Multiplayer-Level oder was? Schon, oder? Ach, das waren schon 10. Es gibt bei weitem mehr. Ich dachte, es wären genau 10 gewesen insgesamt. Ja, gut. Also, war halt Teamwork, ne? Passt schon. Windlord Stara, vielen Dank für deine Clan-Mitgliedschaft und willkommen bei den VIPs. Lichtschalter, hole mir morgen eine Switch mit Smash, bin ultra hyped. Das darfst du auch sein. Aber achte drauf, dass es die neue ist. Guck dir die Verpackung an. Die neue Switch hat eine andere Verpackung. Stell sicher, dass du dir die neue holst. Für mehr Akkuleistung und generell alles besser. Jetzt erstmal wieder 2 Minuten Verbindungsfehler, man kennt. Arrgh. ...2300 Likes geschafft. Cool. Wie viele Münzen muss man hinblättern, um dieses erstaunliche Gefühl des Laggens haben zu dürfen? Na, 20 Münzen im Jahr, natürlich. Wissen wir doch alle. Kann man sich die Münzen nicht auch so holen? Nee. Bueno. Wieder sehr einfallsreich. Bosse aneinander gereiht. Lieblos und ideenlos. Kleiner Raum. Sie riesig machen. Der Wahnsinn. Welche neue?
Ernst? Die neue Switch-Revision natürlich. Haben wir doch alles schon mehrfach besprochen gehabt. Es gibt eine neue Es gibt neben der Switch Lite eine neue Switch, die zwar nicht als Switch Pro gilt oder so, es ist einfach eine neue Revision. Dieselbe Konsole mit angepassten Prozessorleistungen, soweit ich weiß, und besserem Akku. Und diese hat eine andere Verpackung als die aktuelle. Und wenn man sich jetzt eine neue Switch kauft, weil man noch keine hat oder aus welchen Gründen auch immer, unbedingt darauf achten, dass ihr euch keine alte holt. Weil die kosten eigentlich genau gleich. Denn wie gesagt, es ist keine Switch Pro, es ist einfach eine neue Revision. Eine überarbeitete Switch. Einfach langweilig und schlecht. Sie hat, glaube ich, doppelt so langen Akku. Angeblich, aber weiß ich nicht. Sagen wir mal, 50% sollte man schon mitrechnen können. Das ist dann natürlich schon ganz geil. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Siehste? Es lohnt sich, mich zu schauen. Nee, ist echt so. Ich weiß gerade nicht, wie die Verpackung aussieht, aber auf jeden Fall anders als die, die man bislang... Ich glaube, die ist so rot. Warte mal. Vielleicht finde ich es auf die Schnelle. Ah ja, siehst du, ich hatte das richtig in Erinnerung. Das ist die neue. Die müsst ihr euch holen. Nicht die andere mit dem... Wie sieht die aus? Ich glaube, weiß. Und dann ist da noch so eine Hand und so. Ist auch scheißegal. Die mit der roten Verpackung. Die kaufen. Die anderen ignorieren. Oder halt eine Switch Lite. Je nachdem. Hell? Wieder hoch! Geht doch. Das Level ist so schön und spaßig. Es ist so ein tolles Level in Mario Maker. Es macht mir ganz großen Spaß. La la la. Jahre. Im September kann man ja subben. Könnt ihr machen. Ich glaube, ich sehe sogar die Alerts auf Twitch hier in Tippi. Digga. Oh oh, ich glaube, das war jetzt ein bisschen dumm. Ja! Wenn man alles andere auch skippen konnte, dachte ich, man kann auch einfach hier jetzt so chillen. Aber kann man nicht. Nein, das geht nicht. Da ist dann hoffentlich eine Katze drin, ja? Gut. Wow! Geh einfach runter. Muss aber auch sagen, das war von Nintendo clever gelöst. Die haben die Switch Lite angekündigt. Und dann, ich glaube, ein, zwei Wochen später... still und heimlich, ohne irgendwelche Ankündigungen, die neue Switch-Revision released. Deswegen haben es viele von euch auch nicht mitbekommen, weil das wird nicht beworben. Zum ganz einfachen Grund, weil sich Leute halt darüber aufregen. So von wegen, yo, warum kriegen die, die bisher keine Switch gekauft haben und euch nicht unterstützt haben, die bessere Switch und ich, die 2017 oder wann auch immer gekauft hat, hab jetzt den alten Müll?
Ja, das ist halt schade, traurig, gehöre ich ja auch dazu, zu den Leidtragenden, aber so läuft das nun mal ab. Und zwar nicht nur bei Nintendo, sondern bei jedem technischen Gerät. Damit muss man leben. Ich selber werde aber wahrscheinlich trotzdem warten, bis irgendwann eine Switch Pro kommt. Wobei ich letztens geträumt habe, ich habe meine Donkey Kong Switch aus irgendwelchen Gründen in der Mitte durchtrennt und dann funktionierte die so wie dieses Galaxy Fold oder wie das heißt, das zusammenklappbare Smartphone. Fragt mich nicht, warum ich so eine Scheiße träume, aber es ging. Macht das auf jeden Fall nicht nach. Holt jetzt kein 9000 Grad heißes Messer und zerteilt eure Switch in der Mitte. Es wird nicht funktionieren, glaubt mir. Wobei, es wäre ein geiler Lifehack. Manchmal träume ich schon weirden Stuff. War jetzt, glaube ich, vor 2 Tagen oder so mein Traum. Das denn Schönes. Was ist der Sinn dieses Levels? Und wo geht es weiter? Ach, am Anfang war eine Schlüsseltür, ne? Ja, dann komm. Komm, Toadette. Ne, hier ist auch eine! Juhu! Hier! Komm her! Oder warte, hast du auch einen Schlüssel? Weil dann gibt's vielleicht 2. Ich hab mir eine Switch vor 1 Monat geholt, Belasto. Ja. Allerdings. Aber je nachdem, wo du sie geholt hast, vielleicht kannst du sie ja noch umtauschen oder so. Versuch's einfach mal. Der hat natürlich keinen Schlüssel. Die Schlüsseltür am Anfang wurde immer noch nicht geöffnet? Ach, da kommt man aber, glaube ich, auch nicht mehr zurück, ne? Stimmt. Hä, wie soll man die denn aufmachen? Switch Fold. Wäre aber schon cool. Weil die Switch ist ja schon ein bisschen klobig. Muss die aber halt auch sein, weil zu klein sollte das Screen jetzt nicht sein. Aber es wäre einfach die Lösung, wenn man die Switch falten könnte. Ich keinen Bock auf dieses Level, ne? Brutal. Beim immer dasselbe System. Irgendein Keck hat einen Schlüssel. Dann kommt ein Bum-Bum. Und dann wieder 1000 Gegner. Aber wer hat denn jetzt hier den Schlüssel? So kein Bock. Ja, komm ich, Lawrence LP. Windlord, Stara, danke für die Knallmitgliedschaft, falls ich es noch nicht gesagt habe. Und LPE, hast du was verpasst? Ja, keine Ahnung. Bisschen off-topic-Gelaber auf jeden Fall. Ah, ist ja schon wieder ein neuer Raum hier. Heißt das, von den Käfern hat diesmal keiner einen Schlüssel, sondern dieser Keck hier? Oh mein Gott, wisst ihr, was ich gerade erst realisiere? Man muss ja sogar alle Bum-Bums in dem Level besiegen, sonst erreicht man das Ziel gar nicht. Nee, du. Da werde ich meine Nerven schonen. So ein Scheiß. Ich find's komisch, dass die Switch so einen dicken Rand am Bildschirm hat. Ja, ja. Ist halt wirklich so.
Den finde ich auch scheiße. Das müssen sie bei der Switch Pro unbedingt verbessern. Schrottlevel, Alter. Hat mich das abgefuckt. Multiplayer versus Speedrun. Gut, machen wir doch das. Hoffentlich ohne On-Off-Schalter und anderem Dreck. Oh, schaut ganz okay aus. Aber laggy. Es ist laggy. Oh, yeah. Trampolin-Spam. Das gesehen. Da bin ich ja scharf drauf. Jetzt bin ich doch doomed, oder? Ich glaube, ich bin doomed. Toad ist auch doomed. Alle sind wir doomed. Ich merke auch gerade, ich muss mich nochmal umbringen. Weil nur weil ich den Raum jetzt neu lade, wird das Trampolin dann nicht stehen. Das heißt, wir müssen. Ja, wir müssen alle bei Mario spawnen, sonst war's das. Na komm, Teamwork. Let's go! Oh, man braucht das Trampolin immer wieder? Oder ist es ihm jetzt auch runtergefallen? Ja, dann ist vorbei. Und das Level hat so einen guten Eindruck gemacht. Komm, ich hau dich hoch. Ich hau dich hoch. Spring. Spring. Das geht so nicht. Spring. Auf mich drauf. Ja! Teamwork, Baby. Jetzt baue aber keine Scheiße mit dem Teil da. Genau. Yes. Teamwork. Lass mich halt hoch, Toad. Du hast nichts geleistet bisher. Oh yeah. Teamwork ist geil. Ich mach das mal eben hier. Dachte ich. Ach, sowas ist halt einfach nur maximal triggernd. Absolut Belastung. No! Ja komm, davon ist das Ziel! Da ist das Ziel! Der Mario, bam, 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 bam. Bisschen triggernd, aber ging noch klar. Und schöne Teamwork-Aktion wieder. Marios Ordner, danke für 2 Münzen. WTF 60... 4 Millionen Abonnenten, 8000 und ich habe keine Ahnung, was du mir sagen willst, aber danke. Und guten Tag, danke für 1,67 sowie LPE, gönn dir nach dem Video was davon, 2 Münzen. Ja, wie gesagt, ich gehe ja danach diese leckeren Nudeln essen. Wobei, ob sie lecker sind, weiß ich noch nicht, sie sehen lecker aus. Mal schauen. The Castle of Joy. Der nächste High-Quality-Stuff kommt. Dum, dum, da, dum. Wobei, es schaut echt ganz gut aus, so.
Oder warte, ist das nicht das Title-Screen-Level? Ja. Das ist auch Title-Screen-Level, ne? Das ist ziemlich sicher das Title-Screen-Level. Ah, Scheißdreck. Egal. Wie alt sind deine Katzen? 2 Jahre. Jo, vollen, danke für 5 Münzen über Tippi. Gibt YouTuber, welche Switches auseinandergenommen haben. Akku ist derselbe, Videochip ist sparsamer im Verbrauch. Joy-Cons haben eine Änderung bekommen, welche das Driften der Joy-Cons verhindern soll. Ach, also wird es tatsächlich alleine über diese Modifikation des... Was war das? Maxwell-Chips. Gewährleistet. Naja, ich habe das schon mitbekommen. Nintendo hat ja immer so ein bisschen versucht, die Switch zu übertakten und dadurch bessere Leistung erzielt, logischerweise. Viele Spiele laufen jetzt auch besser, also haben weniger Lags. Und offenbar gab es da wohl auch noch eine Möglichkeit, ein bisschen was beim Akkuverbrauch zu machen. Das ist cool. Das ist cool. Man kann die Switch zwar noch nicht offiziell übertakten, also die haben das nur getestet. Aber die Möglichkeit bestünde wohl. Jedenfalls danke für die Aufklärung, Purefallen. Jetzt wissen wir auf jeden Fall, was genau bei der neuen Switch-Revision geändert wurde und wie die Vorteile zustande kommen. Wie mehrfach gesagt, kauft nur die Switch mit der roten Verpackung. Alle, die von Nintendo SpongeBob sehen wollen, schreibt es in den Chat. Nein, schreibt es bitte nicht in den Chat. Aber wenn du das SpongeBob Remake meinst, was jetzt bald kommt. Ich überlege tatsächlich, da was zu bringen. Ich kenne das Spiel nämlich noch von meiner Kindheit auf dem GameCube. Und fand es echt nicht schlecht. Hab's auch auf der Gamescom angezockt. Sah auf jeden Fall ganz chillig aus. Wann ist nochmal der genaue Release-Termin? Noch keinen. Jedenfalls habe ich gerade auf die Schnelle keinen Release-Date gefunden. Schade. Aber ich behalte das mal im Auge. Ich will auch einen Pilz. Schade. Jetzt. Wie gesagt, ich sollte das eigentlich nicht in den Chat spammen. Bringt auch gar nichts. Und ich hab eh Bock auf das Spiel, weil das war echt gut. Das hat so ein bisschen was von Mario 64, Banjo-Kazooie-mäßig. So dieses Collectible-Ding, 3D-Jump'n'Run, was ich eh feiere. Das war auf dem GameCube schon echt cool. Da gibt's auch Fortsetzungen von. Warum stecke ich hier jetzt fest? Oh shit, das war keine gute Idee mit den Münzen. Aber gut. Oh, wer baut sowas? WTF?
Bin ich hier richtig wenigstens? Wer baut sowas? Bruder. Ja, okay. Wenigstens abgeschlossen, den Dreck. Okay. Ja, moin. Benutzt du oft Facebook? Nein. Weiß jemand, ob die Joy-Cons jemand einzeln kaufen kann, ob da das Drifting-Problem behoben wurde? Würde ich noch warten. Aber kann man bestimmt irgendwie über die Seriennummer herausfinden, die ja bestimmt auf der Verpackung steht. Wenn es neue sind, also wirklich brandneue, dann bestimmt. Aber das muss man halt auch erstmal rausfinden. Aber hey, im Notfall kannst du sie auch kaufen, ausprobieren, wenn es scheiße ist, wieder zurückbringen. Kann die neuen Controller auch ohne Switch also einzeln kaufen? Ja, klar. Wird bestimmt kein was weiß ich, Mediamarkt-Saturn-Besitzer oder so sagen, ey, nee, du, das Geld will ich nicht. Das kannst du nur kaufen, wenn du eine Switch hast. Ist dem scheißegal. Die Frage ist nur, was fängst du dann damit an? Bringt dir ja ohne Switch nichts. Ihr müsst hier erstmal deinen Schalter umstellen, Leute. Luigi, du Keck, was machst du? Was für ein dummes Kind. Und damit haben wir den größten Spacko von heute gefunden. Wollte da gar nicht runter, aber was soll's. Kein Bock. Ice Arrow, danke für 20 Münzen für den Einkauf bei Magus. Dankeschön. Ich habe meine Switch verloren. Was? Wie geht das denn? Das ist natürlich blöd. Oha, schon beinahe 19 Uhr. Ja, puh. Ich würde sagen, dann machen wir dann auch Schluss. Jetzt versuchen wir noch das ein oder andere Level zu schaffen, um in die Nähe der 60 zu kommen und dann passt das, denke ich. Aber bei so einem Scheiß könnte das etwas dauern. Ja gut, da vorne ist das Ziel. Einer ist schon durch. Qualität in Sachen Schutze. Muss los. Ah.
Ach, wie wäre es, wenn du dir mal einen Tag nimmst und eins der schwersten Level versuchst zu meistern? Ja, du könntest natürlich auch das Let's Play verfolgen, weil dann wüsstest du, dass ich mittlerweile immer mindestens ein heftig schweres Level am Start habe. Aber bis man die schafft, vergehen eben Stunden, deswegen immer nur eins pro Trendspart. Ah, Digga. Kommt da die Verbindung auch wieder zustande, oder? Na also. Noch ein Level für 60. Meinst du? Da hätte ich jetzt gerade schauen können, ne? Mist. Ja, ich gehe nicht in die Tür. Weil das sieht schon wieder nach so einem Durchrennen-Level aus. Oh, es hat aufgehört zu laggen. Das kam jetzt zwar überraschend, aber freut mich. Hier kann man doch auch einfach oben drüber. Oder ist man dann doomed? Offenbar nicht. Ja, moin. So ein Abfall. Ja. Aber ich wollte den richtigen Riecher gehabt, wa? Aber wer sowas baut, der soll doch bitte für immer seine Connection fürs Internet verlieren. Was sagst du zum neuen Resident Evil Project Resistance Teaser? Habe ich noch nicht gesehen. Schaue ich mir später mal an. Danke für den Hinweis. Oder warte, ist das dieses Multiplayer-Ding? Weil das juckt mich dann nicht. Ist Abo kostenlos? Ja, na klar. Auf YouTube war Abonnieren schon immer kostenlos. Also, abonniert mich. Und gönnt! Gönnt! Sammle alle 50er Münzen. Erreiche das Ziel. Wieder eine tolle Zielbedingung. Oh yeah, ich bin hyped. Let's go! Und wir einfach alle gestorben sind. Aber ist halt kacke, ne? Wir dürfen halt keine einzige verpassen. Und wenn der die irgendwie ganz, ganz dreckig platziert hat, dann sind wir alle doomed. Das Level ist sowieso Bullshit. Erste kreative Stelle, aber auch irgendwie sinnlos. Was los? Warum spawnen die anderen eigentlich nicht bei mir? Wobei, ist mir lieber.
Wenn ich meine Ruhe habe, ist mir das lieber. Oh, hier sind sehr, sehr viele 50er Coins. Wollen wir mal hoffen, dass wir keine verpasst haben. Und wenn, dann sollen die anderen die bitte wenigstens noch aufsammeln. Wäre sehr ehrenwert. Absoluter Trash. Zwei fehlen noch. Okay. Oh, Bruder, geh in die Röhre rein. Diese Begeisterung, ja. Ist halt so. Aha, da unten braucht man noch den Propeller-Head. Zum Glück habe ich mich nicht treffen lassen. Oder? Wo ist das scheiß Ziel jetzt? Ja. Ehre! Ist eine Flasche am Start. Ja. Spielst du kein VR? Na, es macht halt komplett keinen Sinn auf YouTube. Ist eher was für den privaten Gebrauch. Bei 100 Mal miteinander Yoshi Outfit. Genau. Und dafür leiden wir hier. Sebastian, danke für 2 Münzen. Bei Leichte wird jetzt wahrscheinlich wieder der größte Dreck kommen. Bin gespannt. Okay, es ist zumindest schon mal kein Spam-Level, aber vermutlich irgendein Billo-Scheiß. Zum Glück habe ich hier gerade noch eine Katze gekriegt, ey. Das sieht voll ähnlich aus wie ein anderes Trash-Level, was wir vorhin gespielt haben, ey. Joa. Alles klar. Warst du schon mal im Tropical Island? Ja, ist ganz okay, aber auf jeden Fall overhyped. So, wie sieht's aus? Wie viele Level haben wir geschafft? Momentan 63. Okay. Sehr gut. Also auf 66 wollte ich ja noch stellen. Mach jetzt, glaube ich, mal ein sehr schweres. Wobei, ja, ich würde gern mehr sehr schwere spielen, aber wenn wir dann immer die Level bekommen, wo du alles perfekt machen musst und rote Münzen sammeln musst und so, ist halt chancenlos, ne? Die sehr schwierigen Level, die wir beim letzten Stream bekommen haben, die waren etwas geeigneter für den Modus. Vielleicht haben wir ja jetzt mehr Glück. Oder kam überhaupt sehr schwer? Oder normal, es war ja 50-50 gerade. Der Moment, wenn man den Stream in 4K gucken kann. Respekt an dich, Tommy, habe ich kaum woanders gesehen. Ja, ich bin ja auch qualitätssüchtig. Kein Problem, gönn dir. Ich glaube, das Level ist eher normal. Oh, da geht's hoch. Gerade noch so gesehen. Versteckter Hammer. Ja, cool. Sehr cool. Yay. Was macht der Pokepuffer da? So stirbt denn der eigentlich nicht? Da ist doch gar kein Wasser. Warum wird jetzt zu dir Show auf einmal? Das Level ist normal. Ja, ja. Merkt man. Aber auf einmal ist es eben leider auch eine Dia-Show.
Jetzt nicht mehr. Gut. Zwei rote Münzen noch. Eine. Ich weiß jetzt nur nicht, welche die schon geholt haben und welche nicht. Das ist das Problem an der Sache. Die holen aber schon noch die letzte, oder? Was die hier oben? Ah, okay. Luigi, du Kick. Hier hoch musst du. Man kann den Porkopuffer außerhalb von Wasser platzieren, das gefällt mir nicht. Mir auch nicht. Das war richtig weird. So, dann vielleicht jetzt ein sehr schweres Level. Ich versuch's nochmal. Ich streame mit OBS. Streamlabs OBS. Oh, wieder nichts geworden. Schade. Ich glaube, SpongeBob wäre sogar richtig erfolgreich. Kann sein, ja. Schauen wir mal. Erstmal müsste ich wissen, wann das rauskommt. Ach so, wir brauchen ja. Oh nee. Wie ich immer die Zielbedingungen nicht sehe, ne? Na, dann wollen wir mal Münzen sammeln. Wa? Hä? Welcher von den Trotteln hat denn jetzt den P-Switch aktiviert? Doch nicht. Ja, hier macht's Sinn. Ach so, okay, vielleicht war der andere Typ auch vorhin an der Stelle, das kann ja sein. Warum nicht OBS Studio? Ich finde das Design von Streamlabs OBS einfach besser. Deswegen. Wobei jetzt die neue Version auch irgendwie sich bei weitem verschlechtert hat. Ich weiß nicht, gerade wird alles designtechnisch so viel schlechter. YouTube, Twitter, OBS, was ist denn da los? Ist es jetzt ein Trend, einfach alles zu versauen oder was? Steh es nicht, Alter. Hallo. Nein, danke. Aber ich habe so viele Coins gesammelt, ich will jetzt auch den Schlüssel haben. Oder die Bedingung. Geht doch. Ja, und dann kämpft Toadette. Unehre. Richtig, es kriegen ja im Miteinander-Modus alle die Bedingungen, stimmt. Na schön. Was für ein Mülllevel.
Nicht direkt, aber langweilig. Ja, jetzt haben wir sehr schwer. Oh yeah. Weitere dein Spielerlebnis mit 0,1 FPS. Danke Kevin Dark für die 2,29. Schade, dass der Multiplayer so laggt. Das tun wir alle, Lenz. Das tun wir alle. Gerade wo du das schreibst, haben wir wieder eine Diashow aktiv. Danke, LPE, aber das nächste Mal kannst du dir auch gerne selber was gönnen. Unspielbar! Aber ich denke, es wird jetzt eh gleich einer liefen. Oh, ich liebe sie. Ich liebe die Kettengreifer. Die sind so schön und toll und wunderbar! Ehren Donkey Kong, danke für 3 Münzen. Nein, Tim, da kommt kein Stream. Das ist ein LP-Projekt. Komm, kann ich bitte einer raus? Damit es nicht mehr legen tut. Ach, aber das zählte jetzt als Grab? Und wenn man so minimal an ihm rechts, links oder oben vorbeispringt, dann nicht? Alles klar. Hä? So, ich dachte schon, Toad ist durch. Aber... wohl nicht. Und Toadette ist mal wieder das größte Stück Dreck. Ich hasse es. Gerade wenn man solche Mitspieler hat, ist es natürlich dann auch alles andere als geil, sehr schwere Level zu spielen. Ich hab keinen Bock, Alter. Weißt du, was zu tun ist? Denke ich. Aber alles dauert ewig und dann auch noch 31er im Team. Okay, einen Versuch noch, komm. Und verpiss dich. Häng dich dran, Alter. Das ist so lame. Immer ein anderes Level. Thank you.
Eine Ice Cave. Hoffentlich ohne Lag. Spielbar. Und ohne einen 30er. Das würde ich feiern. Oh, sieht cool aus. Neustart für alle? Was hast denn du versaut, Mario? Was ist denn der? Ich weiß nicht, was der angestellt hat. Schauen wir mal. Aber das Level macht einen so viel besseren Eindruck als all die anderen sehr schweren, die wir bisher hatten. Das würde ich bedauern, wenn wir das jetzt abbrechen müssten. Oh, oh. Was? Das war, wollte ich gar nicht. Mario, sorry. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Ja, was mache ich jetzt? Oh, Toad! Toad hat sich aus irgendwelchen Gründen da nach oben bewegt. Achso, weil die unter mir gespawnt sind. Ja gut, okay, verstehe. Aber ich denke, dann müssten wir tatsächlich einen Neustart für alle machen. Weil er jetzt auch der Paracoupa nicht an der Stelle ist, wo man ihn braucht. Man muss da ja leider sehr, sehr... So krass. Perfekt auf den On-Off-Switch springen. Sonst geht's nicht. Ja, hier, Mario ist gerade am Start. Okay, chillig. Aber ist der Paracoupa jetzt noch da? Doch, war er, aber Mario hat es, glaube ich, erneut nicht geschafft. Ja, super. Und jetzt? Ah, gut. Mann, du Sch... Lass mich doch einfach mal springen. Ist es denn so schwer? Komm, mach, Toadette, mach. Oder geh weg. Als ob jetzt ein Zentimeter gefehlt hat. Aber ich hatte keine Lust, da jetzt weiter zuzuschauen, wie die da vorne am Rumcampen sind. Okay, ich bringe mich um, respawne da und dann schauen wir mal, was die machen. Aber es muss doch einfach nur einer getimed springen. Das ist jetzt echt kein Drama. Komm her zurück, Mario, sonst respawnt der nicht. Ja, jetzt. Mach. Komm. Versuch's. Nee, willst du nicht? Okay, gut. Warum ist er jetzt nicht da? Warum ist der Paracoupa jetzt nicht da? Okay, irgendwie haben sie es durch Tricksen geschafft. Meinetwegen, Hauptsache es geht endlich weiter. Okay. Luigi, warte! Warte, bis wir spawnen! Alles klar. Genau, geh du mal da hoch. Da ist anscheinend auch ein Checkpoint. Baller mal hoch, Alter. Da muss man lang. Okay, Ehre. Was jetzt? Oh shit. Ja, du musst dich halt schon bewegen, Toadette, ne? Sonst wird das nichts. Ich versuche einfach mal schneller zu sein als sie. Komm runter da, Bruder. Ah, man hätte sofort springen sollen. Man muss sofort springen, wenn er unten ist. Gar nicht hochfahren. Gar nicht hochfahren. Und sich dann vermutlich den Stachelhelm holen. Ich will nicht da spawnen! Fuck, jetzt haben wir ein Zeitproblem. Mach, 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 mach! Mach doch! Ich denke, man braucht den Helm, sonst hätte er ihn doch nicht dahingestellt. Oder?
Wie soll man denn da perfekt in der fucking Lücke landen? Ich mach mal weiter. Aber ich bin mir sehr sicher, dass man den brauchen wird. Hä? Komplett lost. Komplett lost. Leck halt noch mehr. Digga, fick dich. Ja, jetzt ist aus. Hä? Wo sind die denn? Ja, moin. Die haben den Schlüssel! Die haben den Schlüssel! Komm! Mach auf! Mach doch auf! Oh. Nein! Kann man das nochmal machen? Ja, hab ich Bock. Hab ich Bock. Komm, neuer Versuch. Das Level ist geil. Also ist halt schwer, aber geil. Let's go, baby. Wir schaffen das noch. Ich habe sogar das Gefühl, da wäre das Ziel gewesen. Oh mein Gott, ist das belastend. Wir waren ja eigentlich alle durch. Oh my God. No way. Na komm, respawn, du scheiß Plattform, ey. Okay. Guter Vorschlag vorhin in den Kommentaren, den ich gelesen habe. Hier einfach den Dreckskäfer gegen den Switch schmeißen. Ja, ja, genau. Genau. Dabei wird sie sterben, aber sie dürfte es schaffen. Ach, man muss es, glaube ich, sogar. Oder, nee, ich behaupte, man kann den Switch auch ohne den Panzer erreichen. Aber ist halt schwerer. Aber so ist der optimale Weg, um zumindest diese Passage hier zu schaffen. Genau. So, und bei den Eisblöcken, puh, muss man halt Glück haben, ne? Am geilsten wäre es natürlich mit dem Helm, aber gut. Wenn man den halt nicht so leicht bekommen kann, ist das halt so. Passt schon. Jetzt darf es halt nicht laggen. Es darf halt jetzt echt nicht laggen. Weil die Stelle hier ist crazy. Ich weiß gar nicht, wie die da vorhin durchgekommen sind. Kann ich das jetzt überhaupt schaffen, weil da ist auch irgendwie ein Cooper weggestorben? Uff. Können wir jetzt bitte das mit Intelligenz machen? Sprich, einer wartet immer hier, damit die anderen nachjoinen können. Das wäre ganz geil. Dann haben wir hier einfach noch einen weiteren Checkpoint. Ist das krass. Aber jetzt durch, wo die Eishapfen weg sind. Come on, Baby! Ah! Ja, man darf da nicht stoppen. Man muss in einem Rutsch durch. Das Level ist echt geil. Ja, oder? No, falscher Spawn. Ich keck. Egal, ist nicht so viel. Komm. Wurscht. Nochmal. Immer die falschen Checkpoints. Jetzt. Mario, willst du? Dann mach. Hör doch auf zu laggen! Spawn. Alles klar. Sowas würde ich halt super gerne für einen Let's Play Part machen. Solche Level suche ich derzeit. Weil ich immer mindestens ein sehr schweres Level drin haben will. Man findet es nur leider nicht sehr leicht. Sollten wir das Level heute nicht schaffen in dem Stream, wird es im nächsten Trends-Part drankommen. Was ist das für eine Hitbox? Man konnte da noch einen ganzen Bienenstock zwischen mir und dem Spike hinstellen. Und trotzdem zählt es als Death. Ist Toadette jetzt durch? Ja, ich glaube, sie ist durch. Müssen wir bitte aufhören zu laggen.
So ein Drecksscheiß. Aber gut. Gut gemacht, Toadette. Aber erneut Zeitproblem. Let's go. Diashow aktiv. 2 FPS. Läuft. So, was war das für ein Boss hier? Braucht man die Shells? Nein. Okay. Ja, lass ihn halt durch. Schafft oder nicht? Na, ja, okay, Ehre. Schön. Und, good job, Toadette. Die Hitboxen in dem Spiel sind eh scheiße. Ja, auf jeden. Gibt so viel, was einfach beschissen ist. Aber gut. Das Level war ein schöner Abschluss. Wenn es gefallen hat, dann lasst einen Daumen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Und bis zum nächsten Video. Sowie... Strim.